Krugersdorp, Südafrika, unsere Kinder sind ermordet worden. Die Besitzer des Jugomaro Predator Parks in der Provinz Limpopo im Norden Südafrikas trauern um 4 ihrer Raubkatzen. Sie wurden von Wilderern brutal getötet. Die drei Löwen, Tarik, Herkules und Elvis, und ein Tiger, Kay, wurden offenbar vergiftet, meldet die Daily Mail. Offenbar waren die Täter auf die Köpfe der Raubtiere aus. Der Tierpark postet auf Facebook eine Collage mit Fotos der Raubkatzen, als diese noch lebten. Parkbesitzer Justin Fernandez postete am Freitag ein berührendes Video, das zeigt, wie er die toten Raubkatzen fand. Immer wieder mit den Tränen kämpfend, erzählt der Tierparkbesitzer, um 2 Uhr in der Nacht hätte einer ihrer Wölfe plötzlich begonnen zu heulen. Er habe nachsehen wollen und fand seinen Löwen Elvis im Todeskampf. Tiger Kai sei zu diesem Zeitpunkt bereits tot gewesen. Tierparkbesitzer Justin Fernandez und seine Familie versuchten noch, die Tiere mit Herzmassagen zu retten. Foto, Justin.t.Fernandez Facebook. Kay war ein sogenannter goldener Tiger, sein Fell ist gelb mit blassen Streifen. Von diesen Tieren gibt es nur noch sehr wenige Foto, Justin.t.Fernandez Facebook. Während ich mich um Elvis kümmerte, hörte ich, wie Tarik und Herkules würgen und sich übergeben. Aber wir konnten nicht rechtzeitig einen Tierarzt holen, um die Raubkatzen zu retten. Seine Familie hätten noch versucht, die Tiere mit Herzmassagen zu retten. Insgesamt hielt Fernandez mit seiner Familie 18 Großkatzen in seinem Tierpark. Bei allen 4 Tieren handelte es sich laut Online-Portal News24 um Flaschenaufzuchten. Die Tiere lebten seit ihrer Geburt bei der Familie Fernandez. Die Familie kümmert sich seit vielen Jahren um Raubkatzen, kauft sie laut britischen Medien von Privatleuten, die die Tiere als Haustiere angeschafft haben, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass es sich um Raubtiere handelt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Tiere mit Temec vergiftet wurden, einem stark giftigen Pflanzenschutzwirkstoff, der zur Bodenentseuchung eingesetzt wird. Ein Teelöffel des Giftes soll laut Experten ausreichen, um ein ausgewachsenes Nashorn zu töten. Die örtliche Polizei ermittelt. Ein Beamter sagte lokalen Medien, man habe Fleisch am Tatort gefunden. Möglicherweise habe das Fleisch die giftige Substanz enthalten. Der Beamte sagte, die polizeilichen Ermittlungen werden die exakte Todesursache der Tiere feststellen. Die Täter sind unbekannt und es gibt keine Festnahmen. Laut Daily Mail seien die Raubkatzen vergiftet worden, um ihnen anschließend die Köpfe und die Pfoten abzuschneiden. Diese würden dann an Ärzte verkauft, die Wundermittel, Medizin und Aphrodisiaka daraus herstellten. Denkbar wäre auch, dass die Täter auf die Trophäen aus waren, ausgestopfte Löwenköpfe oder präparierte Pfoten sind in vielen Ländern begehrt. Krallen und Zähne der Tiere werden zudem als Glücksbringer und Amulette verkauft. Oftmals handeln die Wilderer im Auftrag. Kunden für die Wildtierprodukte leben in Europa, den USA und vor allem in Asien. Die Tiere sollen am Sonntag im Rahmen einer Gedenkzeremonie begraben werden. Im Internet wurde unterdessen zu Spenden für den Tierpark aufgerufen. Auch Danny Odonoghue von der Band The Script postete ein Video und rief zu Spenden auf. PS, sind Sie bei Facebook? Werden Sie Fan von Bild.news?